Wir sehen uns auf reitschuster.de. Früher habe ich mich auf das Wochenende gefreut, weil ich da nicht arbeiten musste. Heute muss ich auch am Wochenende arbeiten. Meine Seite will 7 Tage die Woche gefüttert werden, aber ich freue mich aufs Wochenende, weil da in der Regel keine neuen Hiobsbotschaften kommen. Und ansonsten muss ich jeden Tag damit rechnen, dass irgendwelche schlechten Nachrichten kommen. Die neueste, es soll mal wieder meiner Seite der Garaus gemacht werden. Diesmal nicht durch Ermittlungen, was wir ja auch schon haben, nicht durch Kontosperren, nicht durch PayPal-Sperre, diesmal durch Werbesperre und zwar durch Google, den de facto Monopolist. Das Ganze hat fast etwas Tragikomisches, weil vor, ich glaube 2 Wochen war das, bekam ich eine Mail von AdSense, der Werbetochter von Google, und da teilten die mir mit, dass meine Seite für die Werbung gesperrt ist. Und musste ich lachen, habe auch einen Artikel darüber gemacht, weil ich völlig überzeugt war, dass ich ja AdSense nicht mehr verwende seit 2 Jahren, weil ich immer schon dachte, mit Google, das ist gefährlich, das sind Glaubenskrieger, die zensieren ja auch, YouTube gehört ja auch zu Google, und ich lachte darüber. Und jetzt erst bekam ich eine Nachricht von meiner kleinen Werbeagentur, dass sie keine Werbung mehr bekommen, und ich dachte, die sind unabhängig von Google, und ich habe das bei mir nicht bemerkt, weil ich habe ohnehin Werbeblocker drin und ich schaue da auch nicht jeden Tag nach, wie die Einnahmen sind. Und jetzt stellt sich heraus, auch die sind von AdSense abhängig. Und das heißt, dieses Standbein, dieses wichtige Standbein meiner Seite ist jetzt so gut wie weg. Ich habe noch mit dem Kommentarsystem, Discourse heißt es, da ist noch so ein kleiner Werbeblock drin und auch noch so ein kleiner Anbieter mit Videos. Aber das ist alles, wie gesagt, das sind, wie der ehemalige deutsche Bankchef Ackermann gesagt hätte, das sind Peanuts. Und Reklame ist heute leider ein wichtiges Standbein und die wird einem einfach weggezogen. Merkwürdigerweise, ganz kurz nachdem ich vermeldet habe, dass ich 7,2 oder 7,3 Millionen Besucher im September hatte und damit die am meisten besuchte Seite von allen wirklich kritischen Seiten, und dann passiert plötzlich das. Ja, es ist unfassbar. Es ist wie bei Orwell, wie bei Kafka. Und offenbar ist Google bzw. AdSense überall schon drin. Die sind faktisch Monopolist. Und als Monopolisten, als Privatfirma offiziell mit Monopol, erfüllen sie die Zensuraufgaben, in diesem Fall durch wirtschaftlichen Druck, die in Diktaturen, in autoritären Systemen der Geheimdienst erfüllt. Ich kann euch mal kurz vorlesen, was die Begründung ist. Also es ist so hanebüchend. Ich hoffe, ich bekomme das ohne Lächeln hin. Beschreibung der Verstöße, gefährliche oder abwertende Inhalte. Wir gestatten keine Inhalte, die zu Hass gegen Einzelpersonen oder Gruppen anstiften, begründet durch deren ethnische Herkunft, Religion, Behinderung, Alter, Nationalität, Zugehörigkeit zu Streitkräften, sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identität oder durch ähnliche Eigenschaften, die mit systematischer Diskriminierung und Ausgrenzung verbunden sind. Also ist mir völlig neu, dass bei mir hier irgendjemand ausgegrenzt wird. Man gestattet keine Beiträge, die zum Ziel haben, Einzelpersonen oder Gruppen von Einzelpersonen zu belästigen, einzuschüchtern oder zu mobben. Ach, das ist interessant. Hetzportale wie diese Kindergarten-Stasi, der Volksverpetzer, die dürfen das, oder Korrektiv, und denen, die es nicht machen, wirft man es vor, weiter. Drohungen enthalten, die sich selbst oder anderen Schaden zuzufügen, die dazu genutzt werden, Menschen zu nötigen. Unglaubwürdige oder schädliche Behauptungen. Wir gestatten keine Inhaltungen, die Behauptungen enthalten, die nachweislich falsch sind und das Vertrauen in Wahlen oder demokratische Entscheidungen beeinträchtigen. Die gesundheitsgefährdende Behauptungen unterstützen, die sich auf eine aktuelle schwerwiegende Gesundheitskrise beziehen und verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen widersprechen. Weiter die anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen über den Klimawandel widersprechen. Also genau eine Aufzählung dessen, wovor unsere Wahrheitswärter am meisten Angst haben, und genau
das, wo der Schuh drückt, wo sie sich offenbar so unsicher sind, dass ihr Narrativ durchgeht, dass sie alles, was das kritisiert, verbieten oder massiv schädigen wollen. Und bei Gesundheit, also dann müssen sie die Seite vom Gesundheitsministerium müssen sie sperren, dann müssen sie die großen Medien sperren, weil was da alles sich als Falschmeldungen herausgestellt hat, das ist Hanebüchen. Und noch einen Schritt weiter, das, was man uns kritischen Journalisten vorgeworfen hat als Falschbehauptungen, da hat sich sehr, sehr viel inzwischen als Fakt herausgestellt. Diese Kampagne von Google geht aber noch weiter. Es gibt Google News, das ist die Nachrichtensuchmaschine, da hat man meine Seite jetzt auch ausgeschlossen, was natürlich massiv sofort auf die Aufrufe sich auswirkt. Also kaum hatten wir diese Erfolgsmeldung, schon wird an allen Fronten hier angegriffen. Ja, es ist wie bei Kaspar offenbar Zermürbungstaktik, man will einen fertig machen. Und ich weiß, wie bei den ganzen anderen Angriffen schon, dass jetzt viele Kollegen, auch junge Kollegen, Sie wissen, wen ich meine, junge und naive Kollegen, sich freuen werden und feixen werden. Und denen allen versichere ich, wenn Ihnen das widerfährt, wenn sich der politische Wind einmal dreht und Sie genau diese Schikanen erleben, diesen Psychoterror, wenn Sie so massiv unter Druck gesetzt werden, ich werde Sie verteidigen, ich werde aufstehen und werde sagen, ich habe eine ganz andere Meinung als die, aber lasst die in Ruhe arbeiten. Und dass Sie, dass ihr dazu nicht in der Lage seid, das demaskiert euch wie nichts anderes. Das zeigt, wes Geisteskind ihr seid. Und ich lasse mich nicht unterkriegen. Nein, das ist bitter für mich, das ist schwierig. Wir wollen einem die Existenz kaputt machen, das ist klar, aber ich vertraue auf euch, vertraue auf die Zuschauer, auf die Leser und ich weiß, viele haben jetzt selber Schwierigkeiten, die bitte mit warmen Worten unterstützen, vielleicht mit einem netten Kommentar, mit einem Like, mit einem Abo, mit dem Weiterteilen, das ist schon sehr wertvoll. Wer es sich leisten kann und sagt, nee, Google zeige ich jetzt, was eine Hake ist und wenn die den so schikanieren, dann setze ich ein Zeichen dagegen. Da freue ich mich über jeden Beitrag, ob das jetzt für die Kaffeekasse ist oder ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk oder was auch immer. Tausend Dank. Unterstützung für mich ist auch, wenn ihr beim Job vorbeischaut. Die Unterstützer haben wieder tolle neue Produkte gemacht. T-Shirts zum Beispiel, auch inzwischen jetzt viele Fun-T-Shirts, zum Beispiel mit Waschlappen und allem. Auch Fahnen gibt es hier, Spaziergänger. Da vielleicht einfach mal reinschauen. eine-frage-noch.de sind auch gute Weihnachtsgeschenke. Und ja, sorry, ich muss wieder über mich reden. Ich muss auch hier für die Unterstützer werben und um Unterstützung werben. Aber dazu werde ich gezwungen. Es ist auch eine massive Wettbewerbsverzerrung natürlich, weil die großen Medien kriegen Zwangsgebühren oder Reklamemillionen vom Staat. Die dürfen werben, die bekommen problemlos diese Werbepartnerschaft. Die werden auf Google oben angezeigt bei Google News und uns zwingt man sozusagen hier, dass wir uns ständig selber in den Mittelgrund stellen, weil es mir zuwider ist. Ich möchte nur meine Arbeit machen. Ich will wirklich überhaupt nicht im Vordergrund sein, aber es ist eben eine Existenzfrage. Tausend Dank euch allen. Alles Gute. Ciao. Ja, und Witz habe ich nicht, aber an Mark Twain möchte ich erinnern. Und das gilt auch für mich, meine Arbeit und meine Seite. Die Gerüchte über mein Ableben sind ausgesprochen verfrüht. So ist es. Und in Russland gibt es da eine schöne Redensart, wie meine Oma, die immer sagte, Unkraut vergeht nicht, wenn man sie fragte, wie es ihr geht. Ja, jetzt fällt hier noch der Spaziergang herunter. Nicht so perfekt wie bei ARD und ZDF, aber dafür können Sie die Inhalte genießen. Und in Russland gibt es eine Redensart, dass man antwortet auf die Frage, wie geht's Ihnen? Sinngemäß, Sie werden mein Ableben nicht erleben. Sie werden mein Ableben nicht erleben und im Gegensatz zu dieser Fahne werde ich nicht auf Halbmast gehen. Alles Gute, danke, ciao.